Hallo, ich bin der Philipp und ich möchte euch gerne erzählen, warum Jesus Christus für mich das Wichtigste überhaupt ist. Früher bin ich ganz normal in der Kirche aufgewachsen, habe so die Sachen mitgemacht, die man macht an Weihnachten und Ostern, aber sonst hatte ich nicht viel damit am Hut. Als ich 21 war, habe ich eine Predigt gelesen in einem Buch. Der Autor heißt Wilhelm Busch, das ist nicht der Märchenonkel, sondern das ist ein Pastor. Und das hat mich total berührt in meinem Herzen. In dem Moment wusste ich, Jesus ist nicht nur einfach auf der Welt gewesen und hat das gemacht, wovon wir lesen, sondern er hat das für mich gemacht, für mich persönlich. Und das war der Moment, der einfach alles verändert hat, dass ich verstanden habe, Jesus ist für mich gestorben. Und dann ging für mich einfach ein neues Leben los. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe dann mein altes Leben hinter mir gelassen, in der Taufe mein altes Leben begraben, bin zu neuem Leben auferstanden. Ich durfte sogar die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ich kann euch einfach sagen, das ist ein ganz anderes Leben als vorher. Vorher war für mich einfach wichtig Party, Spaß, alles Mögliche, Computerspielen. Und jetzt ist einfach Jesus mein Leben geworden. Und ich diene ihm und ich folge ihm nach. Und ich bin so dankbar für alles, was Jesus für mich getan hat. Er hat mich errettet, frei gemacht. Und ich darf mich einfach freuen auf die Ewigkeit im Himmel mit ihm.